Eieiei. In der Öffentlichkeit zu stehen, ist ja so eine Sache. Ja, man wird bewundert, aber wenn es nicht ganz so gut läuft, muss man auch teilweise heftige Kritik einstecken können. Und die Grenze zwischen Kritik und Beleidigung ist oft auch so ein bisschen fließend. Oder was meinen Sie, darf man eine Sängerin zum Beispiel Schlagermatratze nennen? Ja, damit muss sich jetzt ein Gericht beschäftigen, denn Anna-Karina Wojcik verklagt einen Komiker nach genau dieser Äußerung. Ja, und das war übrigens nicht die einzige.